Sonne vorbei. Boah, das sieht schon so mega giftig aus. Ich glaube, da gibt es auch nur Stürme. So. Hoch. Okay. So, wir wollen noch zum Mond. Oh, die Zwischensprünge muss man leider machen anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich wieder das Auto treffe. Ich muss das dann mal umparken, dass wir den zweiten Landeplatz frei haben noch. Ja, perfekt. Das Auto muss auf jeden Fall davon weg. Wenn wir wieder landen und so, das... Halt. Brauchen wir ja auch für Rohstoffe sammeln quasi. Zum Tauschen und so bla 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 halt. Ne? So. Schon am Laufen. Theoretisch könnte man von hier die Batterien mitnehmen. Bauen wir einfach 4 ab, nehmen die mit. Dann haben wir da oben auf jeden Fall schon mal genügend Energie. Oh. Ja, ob die Dinger voll werden, ist eine andere Sache, ne? Mal ab hier. Lass mal da 2 dran und im anderen Modul 2 dran. Nee. Huch. Da jetzt hier verguckt. Achso, es sind 5 jeweils, okay. Gut, war das auch voll geladen wieder. Die können wir abmachen. Die sind ja jetzt leer. Die stecken wir gleich hinten wieder dran. Das Ding gerade voll.
Hm, oder auch nicht. Okay. Ich steck mal da einen Fallen rein und hier einen Fallen rein. Ich weiß gar nicht, ob das Ding fast voll auch befüllt. Stecken wir doch mal wieder rein. Jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn für die Verbinder? Filter? Ne, brauchen wir eigentlich nichts. Gemisch. Alles klar. Da müssen wir Gemisch jagen gehen, wir haben nämlich nur noch 3 Stück. Und ja, das werden wir jetzt auch bald machen. Also, ne, ich zeig dann wieder, wenn wir oben sind oder wenn wir wieder hochfliegen. Wir müssen ein bisschen vorbereiten wieder. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Gemisch, weil ohne den können wir die Lines nicht bauen. Die Slacklines. Diese Dinger hier. Und ohne die sind wir auch aufgeschmissen, ganz ehrlich. Weil man muss doch schon ein bisschen am Anfang ein bisschen rumlaufen können und jemand ein Fahrzeug hat, das dauert ein bisschen. Wir könnten natürlich Ressourcen mit hochnehmen und uns eins direkt bauen. Hey, es braucht glaube ich auch wieder Gemisch für den Sitz und sowas, ne? Mal gucken. Lager brauchen wir ja nicht unbedingt. Okay, das braucht Aluminium. Offener braucht Gemisch. Okay, da machen wir einen geschlossenen drauf, das ist nicht so schlimm. Kran braucht Kupfer. Ja, und das Fahrzeug braucht auch, glaube ich, Aluminium. 4 Stück. Wir müssen aber erstmal so ein Fahrzeugbucht mitnehmen und sowas. Ja, nee, wir suchen uns Gemisch und dann fangen wir ganz normal an mit den Lines. Erstmal schön die Wäschelinien hier spannen. Spinnennetz über den ganzen Planeten ziehen und dann, ja, kommt eins nach dem anderen, dann holen wir... Oh, er hat's doch befüllt, ne? Ja. Ja, das finde ich gut. Ist auch halb volle Tanks oder so, kann man komplett wieder voll machen. Ja, jedenfalls, und dann bauen wir das so, zusammen. Würde ich sagen. Denke ich mal, ne? Also, wir gehen jetzt auf, oder ich, oder wir, weiß ich nicht, wer dann noch alles kommt. Gehen erstmal auf Gemisch sammeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder und, ja. Dann fliegen wir wieder zum exotischen Planeten. Da ist er übrigens. Ah. Aber mich interessiert auch der Vergiftete da, der Verstrahlte. Aber so wie ich es angehört habe, wütet ein Megasturm. Also haben wir wahrscheinlich da nicht zu kämpfen. Also das heißt Material suchen. Und auf dem exotischen gibt es ja wunderschöne Material. Ne? Titan. Und das kann man wunderbar tauschen. Gegen andere Materialien und ja, dann kommen wir so ratzfatz wieder an Ressourcen ran. Für den vergifteten Planeten oder verstrahlten. Würde ich sagen. Wir holen uns da Ressourcen auf dem Planeten, auf dem exotischen und fliegen dann zu dem verstrahlten, um uns da verstrahlen zu lassen. Naja. Wie auch immer. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Yeah. Damit willkommen zurück. So. Da ist übrigens unser Heimatplanet, der da vorgeschwebt.
Läuft die Forschung nicht? Ist das Lager aufgestockt hier? So als kleine Info hier am Rande. Ja, ein bisschen. Winde haben wir uns auch schon mal gebaut. Ja, und jetzt muss man eigentlich noch Kupfer und die Edelmetalle ein bisschen rankriegen. Den kann man mal einen runterziehen, der ist nicht ganz voll. Den kann man auch einen runterziehen, ist auch nicht ganz voll. So. Mir fehlt auch zwei. Ja, zwei fehlen hier. Oh. Sorry. So, und dann sieht man auch gleich, dass da zwei fehlen. Genau, wir wollen hier Materialien heranschaffen, die Karische leer. Ja, wie es ist, die Kiste ist auch ratze fatze leer. Na? Achso, jetzt. Auftanken. So. Ja, noch ein paar Ressourcen sammeln. Und dann bauen wir die Base oben weiter auf jeden Fall auf dem Planeten, auf den neuen. Und mal schauen, was wir da noch so alles entdecken. Und was natürlich wichtig ist, wie sieht es auf den anderen Planeten aus? Aber dazu brauchen wir jede Menge Rohstoffe. Hier den Mond momentan transferieren und sammeln werden, weil von da starten wir halt zu dem Planeten, haben wir uns vorgenommen. Und das wäre auch da okay, Forschung ist fertig. Bescheid wisst, Forschung müssen wir allerdings auch wieder suchen. Jo. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues hier oben. Zumindest jetzt aktuell auf dem Mond nicht. Und wie gesagt, die News, also was da so Neues gibt jetzt auf dem anderen Planeten, den wir jetzt so nach und nach versuchen zu erkunden, das seht ihr ja dann achso, es lädt gerade auf, alles klar, dann laden wir auf. Ich weiß nicht, ob die Windturbinen sich irgendwann mal richtig rendieren, das werden wir sehen. Momentan noch echt den meisten Strom über Solar. Also auf dem Mond lohnt es sich überhaupt nicht, Windturbinen aufzusetzen, weil ja, wie soll ich sagen, die machen halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Hier gibt es auch keinen Wind. Aber auf den Roboten-Planeten, also der so Mars-ähnlich ist, denke ich schon, dass es da lohnt, wüstenmäßig. Da gibt es bestimmt viel Wind. Und die wollen wir auf jeden Fall erkunden. Mit euch natürlich zusammen. Ja. Das war es erstmal so zwischendrin fürs kleine Status-Update. Und wir backen hier und sammeln noch ein paar Ressourcen. Guck da, also. Nee. Nee, das ist der andere, der ganz weit außen ist. Und den hier nicht irgendwo. Dann sind wir genau da. Oder da? Ja doch, das ist der, ne?
Ist der das? Auf jeden Fall, da ist der, der rote, da der vergiftete oder verstrahlte Planet. Ja doch, auf den sind wir hier. Da haben wir angefangen, Basis zu bauen und genau, auf die zwei wäre, glaube ich, das nächste Projekt. Und zum Schluss nehmen wir den Eisplanet. Jo. Ich denke, das reicht erstmal. So an, ich sage jetzt mal, Zwischeninformationen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder zurück sind auf dem anderen Planeten, würde ich sagen. Ne? Bis dahin. Bis gleich.